Karin, du hast gerade eine Session aufgerufen zum Thema Digitalisierung und was bedeutet das auch für die Mitarbeiter? Wie kann man sie mitnehmen? Was hast du jetzt für Erkenntnisse daraus gezogen? Mir ging es erstmal darum, überhaupt einen Einstieg zu finden in das Thema Digitalisierung. Und erstaunlicherweise sind wir weggekommen von den ganzen Technikthemen und haben mehr über Werte diskutiert. Digitalisierung als Ermächtigung für Menschen, sich selber viel mehr einzubringen. Und ich habe gemerkt, das stellt in Unternehmen viel in Frage. Zum Beispiel, wer entscheidet was? Wie lebt man eigentlich Führung? Welche Freiheiten gibt man den Mitarbeitern? Ja, da staune ich jetzt gerade drüber, dass wir nicht mehr über Technik reden, sondern über ganz andere Dinge. Finde ich sehr inspirierend. Ja, wie ging's dir? Also ich bin zu der Erkenntnis schon ein bisschen früher gekommen. Allerdings, wie es mir damit geht, ist, man steht vor so einem Riesenberg. Also ich glaube erstmal, wie gesagt, für mich ist es auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und ich glaube einfach, dieser Berg, den gilt es zu bewältigen und vor allem auch nicht zu verschlafen. Weil ich glaube, sonst bedeutet es den Tod für den einen oder anderen in der Branche dann auch. Wenn man da nicht mitgeht, denke ich, gesellschaftlich. Ja. Was nimmst du jetzt konkret davon mit in deine Firma? Guter Punkt. Ich werde ganz konkret mitnehmen die Frage, wie wir mit dem Thema Handynutzung bei den Auszubildenden umgehen. Ich glaube, da kommen wir zu neuen Regeln und da werden wir mehr Freiheiten geben und gleichzeitig betonen, dass das eigentliche Ziel ist, die gute Ausbildung abzuschließen. Und ob das dann mit mehr oder weniger Handynutzung in der Arbeitszeit passiert, das sehen wir dann. Ich glaube, das wird dann einfach nicht mehr so wichtig sein. Ja, soweit das Fazit zur Veranstaltung. Super. Vielen Dank.